Borrowed Time, ein Computerspiel für 59 Mark. Exploding Fist, 39 Mark. Und Jet schließlich, ein Flugsimulatorspiel zum Preis von 149 Mark. Doch wenn diese Spiele in die Computerabteilungen der Kaufhäuser kommen, sind sie meist schon Ladenhüter, denn illegale Raubkopien beherrschen den Computerspielemarkt. Ich habe in meinem Leben eine einzige Originaldiskette gekauft. Und wie viele Raubdisketten hast du? 140. Kennst du Leute, die überhaupt nur Originale kaufen? Nein, ich kenne keinen. Um zu verhindern, dass die Disketten, auf denen die Spiele gespeichert sind, einfach, wie hier im Kaufhaus, kopiert werden, haben die Herstellerfirmen die Programme mit Kopierschutzvorrichtungen ausgestattet. Doch Spezialisten können mittlerweile auch diesen Schutz knacken. Wie viele Computerprogramme habt ihr denn geknackt insgesamt? Also wir haben so 70 bis 80 Computerprogramme geknackt. Wobei halt wöchentlich 2 bis 3 Computerprogramme dazukommen. Das hängt aber gerade davon ab, wie viel produziert wird im Augenblick. Ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, schneller zu sein als die offiziellen Anbieter. Dieses amerikanische Spiel kann man in den deutschen Computerläden noch nicht kaufen. Doch die gecrackte Version ist längst auf dem Schwarzmarkt erhältlich. Geknackt wird, indem die Cracker das in Maschinensprache geschriebene Programm eines Computerspiels auf dem Bildschirm sichtbar machen. Ich würde jetzt erstmal mit diesem Maschinensprachenmonitor in das Spiel hineingehen und mir anschauen, wo sich der Kopierschutz befindet. Jetzt habe ich ihn hier schon entdeckt. Ist halt dieser BCC nach C090. Den entferne ich dann einfach, indem ich ihn einfach überspringe. Und dann kann ich das Videospiel schon starten. Und schon ist der Kopierschutz geknackt. Was verdienst du damit, dass du Disketten verkaufst im Monat? Ja, zwischen 15 und 18 Mark im Monat. Und wer sind die Leute, an die du das weitergibst? Ja, Leute, die eben halt Software bei mir bestellen. Jeder Mann praktisch, ne? Die Kunden, jugendliche Computerbesitzer. Programme mit kompliziertem Kopierschutz beziehen sie so über Cracker und Dealer. Doch Spiele, die nur einfache Schutzvorrichtungen haben, werden von den Computerfans eigenhändig mit Hilfe von Kopierprogrammen vervielfältigt. Innerhalb weniger Tage erreichen die neuesten Spiele so die meisten Computerbesitzer in der Bundesrepublik. Wie ist es denn mit der Angst, verfolgt zu werden und Schwierigkeiten mit der Polizei zu bekommen? Bei mir ist die Angst da nicht so groß, weil ich bin sehr vorsichtig. Ich verstecke die Disketten immer, wenn ich nicht gerade spiele oder so. Ich mache mir da auch keine großen Gedanken drüber. Aber ich meine, es ist schon sehr gefährlich. Die Herstellerfirmen haben die Jagd auf die Software-Diebe eröffnet. Beispiel Marktführer Ariola Soft in Gütersloh. Wie hoch ist der Verlust für Ihre Firma? Kann das in etwa eingeschätzt werden? Sie müssen es so sehen, dass wir auf eine verkaufte Diskette zum Beispiel etwa zwischen 40, 50 bis 100 Schwarzkopien haben. Wenn Sie die hochrechnen mit 25 Mark, dann wissen Sie, wie hoch der Verlust wirklich ist.